Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, mal ein viereckiges Dörrgerät zu kaufen. Aber ja, bisher hatte ich halt noch meinen Biermeier. Der ist allerdings nun kaputt gegangen und nun war ich quasi gezwungen, ein neues Dörrgerät zu holen und habe mich dann diesmal für ein viereckiges entschieden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Man hat zum einen eine viel praktischere Form, gerade bei solchen Sachen wie Fruchtleder, Rohkostbroten, Crackern und so weiter, die man dann auch schön schneiden möchte oder Rohkostdöner. Da macht sich so eine viereckige Form einfach viel besser. Dazu ist der Wärmestrom, der von hinten nach vorne geht, bei den viereckigen Geräten gleichmäßiger verteilt als bei den runden Geräten, wo der Wärmestrom von oben nach unten geht. Das bedeutet, man muss ja keine Lagen vertauschen. Also bei den runden muss man immer die runde dann nach oben, also die untere nach oben und die obere nach unten. Und das gibt es bei den viereckigen von der Theorie her nicht. Sondern es gibt lediglich ein kleines Gefälle von hinten nach vorne. Das heißt, das Gargut, was hinten am Gerät liegt, das wird etwas mehr gedörrt als das untere. Die ganzen Vorteile waren mir auch schon klar, aber die viereckigen Dörrgeräte kosten sehr viel Geld. Zumindest bisher. In den letzten Jahren ist ja Klarstein in den Haushaltsgerätemarkt mit einer unglaublichen Wucht eingestiegen und im Preis-Leistungs-Verhältnis rein von den Fakten als das Nonplusultra zu bezeichnen. Zumindest bei den Produkten, die sozusagen, die ich jetzt kenne. Und jetzt haben sie auch seit kurzem ein viereckiges Dörrgerät, ähnlich dem Sedona und dem Excalibur, auf den Markt gebracht. Sie haben zwar schon auch so ein viereckiges Gerät mit mittleren Abzug, den Bananarama, aber dort hast du wieder dieselben Probleme wie auch bei den runden Teilen, dass der Abzug von oben nach unten, ne? Und du hast in der Mitte das Loch und du kannst auch wieder nicht viereckig alles schneiden. Also man braucht wirklich das Heizelement hinten für eine gleichmäßige Verteilung auf allen Ebenen. Da habe ich mir jetzt den Klarstein Food & Jerky Dehydrator gekauft, der dieselbe Fläche hat, dieselbe Funktionalität und denselben Aufbau wie der Sedona. Aber statt über 400 Euro kostet der nur 99 Euro und den möchte ich heute vorstellen. Die Verarbeitung ist sehr schlecht. Das bedeutet, die Einschübe sind nicht passgenau. Das bedeutet, man muss immer wieder an den Seiten so ein bisschen friemeln, wenn man das rein und raus schiebt. Und wenn man das ganz auf die eine Seite schiebt, dann klackt das quasi auf der anderen runter. Also ganz üble Nummer. Weiterhin ist der Temperaturregler auch nicht mittig angebracht, sondern total nach rechts verzogen. Funktionalität einwandfrei, aber Optik für den Arsch. Einfach nur schnell husch husch das Ding quasi zusammengebaut, das erkennt man an allen Ecken und Kanten bei dem Gerät. Aber wir reden hier über wirklich über 300 Euro Preisunterschied. Also er hat mich natürlich etwas geärgert über die Verarbeitung, aber dann doch akzeptiert, dass man eben für ein Viertel des Preises nicht dieselbe Qualität erwarten kann. Die Einschübe sind mit Löchern versehen und die Einschübe an sich sind komplett aus Plastik. Wenn man Fruchtleder machen möchte, muss man also zusätzlich noch Backpapier drauf machen. Ich habe mir gleich so dauerhaftes Backpapier gekauft, mir dazu bestellt, weil ich nicht ständig so viel Müll produzieren will. Das Backpapier, das dauerhafte Backpapier, das muss man sich selber dann noch zurechtschneiden. Das habe ich unten genau wie das Dörrgerät unten in der Infobox verlinkt. Das Dörrgerät verfügt über einen digitalen Timer, der total einfach einzustellen ist, kein Problem. Das Maximum sind allerdings 40 Stunden. Meistens auch ausreichend. Die Temperatur geht stufenlos von 35 Grad bis 68 Grad. Also für die Rohkostfraktion wunderbar. Das Gerät verbraucht 650 Watt und kostet zu ca. wenn man 10 Stunden dort 1 bis 1,50 € je nach Strompreis und welche Gradzahl man einstellt. Und das für 1 Quadratmeter Dörrgut. Also das ist phänomenal günstig und man hat das Dörrgerät in kürzester Zeit wieder rein. Wenn man viel dörrt, natürlich. Der Vorteil beim Dörren ist natürlich, dass man weiß, was man dörrt, wenn man das im Gegensatz dazu, wenn man es kauft. Und dass man auch Reste verwerten kann und dass man auch keinerlei Zusatzstoffe drin hat. Nicht die Temperatur, sondern das Geräusch, das ist nur geringfügig leiser als mein altes Dörrgerät, also der Biermeier. Ich habe jetzt dreimal gedörrt und habe gemerkt, dass es da wirklich nicht großen Unterschied gibt. Was allerdings was ich bemerkt habe, war, dass die unteren Lagen doch etwas mehr gedörrt waren als die oberen. Es gibt also einen Unterschied, obwohl es viereckiger ist. Das hat mich dann doch enttäuscht. Es ist zwar bei weitem nicht so krass wie bei den runden Teilen, aber der Effekt ist vorhanden, dass unten etwas intensiver gedörrt wird. Also mir wurde auch von Sedona-Nutzern bestätigt, dass dies beim Sedona nicht der Fall ist. Aber da sind wir wieder bei dem vierfachen Preis für das Dörrgerät, ne? Aber ja, es muss attestiert werden und ja, das habe ich hiermit getan, also es ist keine gleichmäßige Verteilung.
Die Reinigung der Gitter, dachte ich hingegen, wird ein ganz großes Problem. Aber kurioserweise, da wurde ich positiv überrascht, sind die Gitter komplett gradfrei und es verhängt sich auch nichts. Also man kann einfach mit der Bürste drüber spülen und Wasser und drüber spülen und alles einwandfrei. Und ich hatte wirklich so richtig klebriges Zeug gemacht mit so Austretenden von Rote Beete, was war eine ganz üble Nummer, aber ging. Ja, also die Dürrzeit an sich ist gleich geblieben bei derselben Temperatur, da gibt es keinen Unterschied. Das Gerät steht total stabil auf solchen 4 Gummifüßen und vom Aussehen bis auf die Verarbeitung ist eigentlich dasselbe wie so Donut & Co. Schlicht und einfach. Was ist nun mein Fazit? Also alles in allem ist man, wie das man von Klarstein gewohnt ist, das Top-Preis-Leistungsverhältnis. Also wirklich Top-Preis-Leistungsverhältnis. Und wenn man wirklich, aber ja, oder wenn man wirklich das beste Gerät will, unabhängig vom Preis, dann sollte man sich den Sedona holen. Wenn man aber für sein Geld das meiste rausholen will, da geht meiner Meinung nach absolut kein Weg an diesem Klarstein Food & Jerky vorbei. Trotz hoher Verarbeitungstoleranzen, sage ich mal, und dass das Dirrgut etwas ungleichmäßiger gedörrt wird, nicht so wie im Runden, aber trotzdem ein bisschen, bin ich total zufrieden und ich bin mir recht sicher, dass dieses Gerät sich zum absoluten Standard bei den Dörrgeräten etablieren wird. Gerade bei den Menschen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wollen. Daher gibt es auch von mir wirklich 5 Sterne. Also wenn das Ding 2 Jahre hält, wunderbar. Wie gesagt, die Menschen, die wirklich nur unabhängig vom Geld die absolut beste Qualität wollen, die würde ich das nicht empfehlen. Alle anderen können bedenkenlos zuschlagen. Zumindest aus meiner jetzigen Sicht. Ich habe ihn jetzt eine Woche in Betrieb, 3-mal gedörrt und bin sehr zufrieden. Das soll es von mir gewesen sein. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.